Sprecher. Seit Jahren waren die Bösen in den Hollywood-Filmen und den Spielen waren es immer die Nazis. Das waren die bösen Jungs. Und dann ist was Interessantes passiert. Mit dem Clash der Digitalization gibt es also jetzt hier einen Wandel, der stattgefunden hat. Ich möchte beginnen mit merkwürdig jetzt sagen, dass ich vielleicht gar nicht mit mir selber übereinstimme mit meiner These. Was ich euch heute hier zeigen möchte, ist, was ich ausgelassen habe in meiner These über radikalen Islam, was ich vor 5-6 Jahren gemacht habe. Das ist also einfach, was ich sehr bedauere. Es ist wirklich, der ganze IS ist um mich herum aufgekommen. Und sogar die Wahhabiten, die orthodoxen Salafisten, wurden immer weniger signifikant im normalen politischen Land. Die echte Politik, die ganze postmoderne Diskurs, die ganzen Dekonstruktionisten, die sind alle immer weniger wichtig geworden für den der ganze akademische Körper ist immer weniger wichtig geworden für mich. Und ich möchte heute darauf hinweisen, produces cultural orientations that will drive future conflicts. The Islamic State is, der islamische Staat ist ein Twitter-Staat. Es wurde aus dem Internet heraus gegründet, die dann auch Allianzen im digitalen Raum gesucht haben, die sich sehr unterscheiden zum Beispiel von Al-Qaida. Und in der intellektuellen Analyse des Ganzen gab es wirklich einen Schritteinwechsel. Und das vorherrschende Paradigma ist folgendes. Wurde natürlich vor allem bekannt gemacht von Samuel Huntington als der Clash Clash of Civilizations. Oder auch Leute, die sich darauf bezogen, positiv oder negativ. Und das Ganze ist eine politische These, der eine langanhaltende politische Entwicklung mit kulturellen Vorurteilen verbindet. Und das ist ein sehr ähnlicher Stil, der natürlich schon vorhanden war. Und die grundsätzliche Idee ist, dass die islamische Welt und dass der normale liberale Staat jüdisch-christlicher Prägung, dass diese unabdingbar irgendwann aufeinander crashen werden. Also das ist kein Krieg zwischen zwei Nationenstaaten, sondern zwischen zwei Kulturen. Und sein Argument, also Huntingtons Argument ist heute Bestandteil von Universitäten und von Kursen in der ganzen Welt. Und ich will es ganz klar sagen, ich nenne ihn einen Rassisten. So, also mein eigener Konflikt hat mit diesen Konflikten zu tun. Leute in politischer Linguistik unterhalten sich natürlich auch über Begriffe wie Rassismus, vor allem auch hier in den USA und in Deutschland. Der amerikanische Bürgerkrieg, genauso wie der amerikanische Bürgerkrieg, genau wie der Zweite Weltkrieg, und wird vor allem verstanden als die Befreiung der Sklaven oder die Rettung der Juden. Und wir müssen uns hier über den Bias gegen gewisse Gruppen unterhalten. Und es hatte einfach zum Beispiel 100 Jahre gedauert, bis ein schwarzer Präsident wurde nach der Befreiung der Sklaven. Und am Ende des Tages geht es auch darum, wie man sich im öffentlichen Raum verhält. Und wir können uns natürlich fragen, wie weit die USA gekommen sind in Bezug auf sozialen Wandel, auf sozialen Fortschritt. Wir gucken uns zum Beispiel jetzt hier ein Bild an vom Blackfacing, also das Anmalen einer weißen Person mit schwarzer Farbe. Hier das Bild ist zum Beispiel aus dem Film Al Jolson, The Jazz Singer. Das war der erste Film, der komplett synchronisiert wurde, wo also wirklich ein Film komplett synchronisiert wurde.
Und das Ganze war auch der erste Musikfilm und es war einer der technisch anspruchsvollsten Filme, die jemals bis dahin produziert wurden. Und wenn also Leute sich über, den technischen Fortschritt und in seinem Bezug zu sozialem Wandel beziehen, kann man sich das angucken. Und der Charakter geht selber, macht selber einen sozialen Wandel durch. Es handelt von Jackie Rabinowitz, der Sohn eines jüdischen Kantors. Nach einem Konflikt mit seinem Vater, weil er Musik, Jazzmusik spielte, Jackie wechselt seinen Namen zu Jack Robin. Also es ist eine jüdische Person, die sich in die amerikanische Gesellschaft integriert und dann als schwarze Person seiner Liebe dem Jazz nachgeht. Und im 20. Jahrhundert die Rolle der Juden innerhalb der amerikanischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert ist eine sehr vielschichtige, aber auch eine, die dazu diente, sich abzusetzen. Die jüdische Gemeinde in Europa, es gab Juden in Kroatien, bevor es Kroaten in Kroatien gab. Sie sind älter als das, was wir heute Ungarn in Ungarn nennen. With the teachings of Judaism, particularly when it came to the question of ethnic determinism, i.e. you're born Jewish. So, natürlich weise mich auf den Wandel inzwischen, ob du als Jude geboren wirst, oder ob du auch getauft werden kannst. Und die religiösen und ethnischen Teile der Identität haben sich immer weiter auseinanderentwickelt. Und das Ganze wurde zu einem selbstreferenziellen System ausgebaut, das sich nicht als religiöses System verstand, sondern eher über die kulturellen Eigenschaften sah. Und das ist natürlich auch etwas, was close-minded ist, also engstirnig gedacht wird. Jüdische Comedians wie Mel Brooks and I really like the Billy Crystal quote, I'm not a Jew, I'm Jew-ish. Okay, das kann man nicht übersetzen. Billy Crystal, ich bin kein Jude, ich bin jüdisch, sozusagen. Und was wir jetzt sehen, bewegt sich etwas als wir sehen jetzt, dass, wenn wir jetzt zu Hunting folgen, sehen wir, dass, ist, dass die Muslime sich immer im Krieg befanden mit Juden und Christen. Und das ist also quasi diese judeo-christliche Welt immer ein Ruhepunkt war in einer sonst kriegerischen Umwelt. Und Huntings Idee müssen wir auch sehen im Zusammenhang mit Fukuyamas Ende der Geschichte und dem endgültigen Sieg des Neoliberalismus. Und wir sehen das, also das Ganze wird uns quasi als Endgame dargestellt. And bigotry against Muslims as a development of modern attitudes towards other people who are obviously different. Und wir sehen also jetzt diesen antimuslimischen Rassismus als Ausdruck von Ablehnung einer Gruppe, die einfach anders ist. Ich kann einfach nicht aufhören, natürlich Araber zu sein. In einer modernen konstitutionellen Demokratie sollte jeder seinen Platz finden. Und ich möchte hier auf Aziz Ansari hinweisen, wie man hinweisen, der einfach gezeigt hat, wie vernünftige Repräsentation, angesprochene Repräsentation funktionieren kann. Ich möchte etwas weitergehen als Aziz Ansari. In TV shows and video games will one day in the future be seen in the same way that we see blackface today. Okay, irgendwann werden also die Formen, wie heute Muslime dargestellt werden, werden wir irgendwann genauso ablehnend ansehen, wie wir heute Blackfacing sehen, das stattgefunden hat. Und es wird keinen finalen Showdown geben, es wird kein Gewinner und Verlierer in diesem sogenannten ewigen Krieg geben. Es ist eine Welt der postmodernen Parodie, wie zum Beispiel hier World Police. Und diese Parodie wurde dann irgendwann auch zur Realität. Also, lass uns zu den Computerspielen kommen.
Mit dieser, ich bin froh, dass ich hier nicht erklären muss, was ein First-Person-Shooter ist. Als ich ein Jugendlicher in den 90er war, hießen sie Shoot'em-ups. Die grundlegende Idee ist, dass man das Spiel aus der Sicht des ersten, der Person des Spielenden betrachtet oder wahrnimmt. Das ist so der heilige Gral für Spieler für lange Zeit. Und lange Zeit war das Ziel, dieses Spiel so realistisch wie möglich zu machen. Das gleiche Schemata wurde für die virtuelle Realität adaptiert und First-Person-Shooter sind erstaunlich alt. Eins der ersten war Maze War. Es war auf einer Xerox-Maschine. Also ist das ein Ausdruck eines Screenshots. Man sieht schon, dass 3D-Ebenen durch 2D-Linien dargestellt werden. Und das Ziel des Spiels war, durch dieses Labyrinth zu gehen und das Auge zu finden. Und wenn man von hinten kommt, kann man das Auge erschießen, aber wenn man in das Auge reinläuft, ist man tot. Oben in der Mitte ist Spossum, ein Spaceflight-Simulator. Es wurde schwer von Star Trek beeinflusst. Man war nicht durch Gravitation gebunden und lief nicht auf einer Ebene. Rechts davon finden wir Airflight, ein Flugsimulator, und das US-Militär fing an, ganz schnell diese Idee dann zu übernehmen. Das untere Bild ist eine Panzersimulation, was von Atari in Kombination mit dem US-Militär gemacht wurde. Und ich möchte mich jetzt die Frage stellen, was die Immersion in einem Spiel für Gewalt bedeutet. Eins der ersten Spiele war unglaublich aggressiv. Das war Wolfenstein 3D. Die grundlegende Geschichte ist, dass man die Geschichte von William B.J. Blackovich spielt und der in einem Nazi-Gefängnis gefangen ist. Und das Ziel ist, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Grundsätzlich wird man dabei überlassen, so viele Nazis zu töten, wie man möchte. Und es gibt also Nazi-Symbolbilder sind überall und man wird in ein Gefecht mit Adolf Hitler gesetzt, indem man gegen einen Hitler kämpft, und das waren gerade die Bilder dazu. A lot of you already know this Godwin's law. It's the rule in a flame war: if one side compares the other side to Hitler, the debate is effectively over. Godwin's law ist, wenn eine Seite die andere Seite in einer Debatte als irgendwie Hitler bezeichnet, ist diese Debatte vorbei. Egal wie schlimm der Mensch auf dem Internet ist, er ist nie so schlimm wie Hitler. Und das Spiel baute auf Godwin's Law auf, weil es ist immer okay, Nazis umzubringen. So die grundlegende Idee. Das Labor, wo man dann Mutantensoldaten gemacht hat, und nach dem Erfolg von Wolfenstein haben sie Doom gemacht, wo man einen unbenannten Space Marine spielt, der Dämonen umbringt. Und ich stelle mir jetzt die Frage, ob jetzt fiktionelle Nazis nicht auch irgendwie Menschen sind. Und die Doom-Serie hat Networking-Multiplayer-Action. Doom fing mit Multiplayer-Action an, also man konnte jetzt zusammen Dämonen umbringen oder Menschen im Internet umbringen.
Obviously, this has to do with how creatives are managing the appropriate representation of violence in these games. Es kommt viel darauf an, wie die Menschen, die das Spiel machen, Gewalt in dem Spiel jetzt auch benutzen. Und wie sie das in Relation zu deren zu Kreativität stellen, also Dämonen oder jetzt Dämonen oder andere Gestalten benutzen. Und je näher dieses Spiel dann zur Realität kommt, umso mehr Kontroverse erzeugte dieses. Doom ist außerdem das erste Spiel, das modifiziert wurde. Und das ist halt, indem man das Spiel tatsächlich über den Code modifiziert. Und so wurde das Spiel erweitert, was jetzt irgendwie um eine Komponente, die es jetzt nicht in Brettspielen oder anderen Spielen gibt. Und eines der ersten Mods war das United States Marine Corps. The Commandant of the US Marines issued a directive, and I'm quoting here from Wikipedia, to develop the use of war games for improving military thinking. Ich möchte jetzt mehr oder weniger quoten. Wir sollen Gewalt, also First-Person-Shooter dafür anpassen, um die Effizienz von Soldaten im Kampf zu steigern. Und wir wollen jetzt solche Konzepte einführen wie Rationalisierung von Munition, Taktik in Gefechten und ja, das Ziel dieses Mods war im Endeffekt ein Bunker einzunehmen, aber es gab ebenfalls Mods, die jetzt Geiseln aus einem Umfeld zu befreien. Wir überspringen jetzt Unreal, Quake und Half-Life und gehen direkt zu Halo. More or less, I'm going to bookmark Halo's cultural content for later. Oh, ich möchte hier diesen Halo's Content mal für die Zukunft vormerken. Halo machte Microsoft ein Major Player in den Videospielen. Und außerdem ist da nearly null Gore. Und ein Ziel davon war Multi-User Networking und dieses ganze Erlebnis jetzt weicher und fließender zu machen. Und Halo ist immer noch eins der erfolgreichsten Produkte für Microsoft in aller Zeit. Aber wenn ich jetzt zu diesem Split zurückkomme, möchte ich mir jetzt diese realitätsnäheren Spiele angucken. Und da wird halt Call of Duty einer der dominanten Linien. Und so wie Wolfenstein 3D diese Spiele nehmen, den Zweiten Weltkrieg als Backdrop. Sie waren sehr, sehr erwachsene Spiele im Sinne von der Storyline und von der dargestellten Gewalt. Solche Details wie ganz spezifische Waffen oder Pistolen oder Gewehre wurden ganz spezifisch dargestellt und detailliert dargestellt. Und die grundlegende Idee von diesem Spiel ist halt irgendwie Patriotismus. Und man lässt den Spieler nur als Soldaten der Alliierten spielen. Man kann Briten, Polen, Australier oder sogar Kanadier spielen. Man durfte allerdings nie einen deutschen Soldaten oder gar einen japanischen spielen, weil das die Gegner waren. Nicht so ironischerweise, dieses Spiel ist ganz populär in Japan und es ist ein sehr curious. Only moderately successful to their next iteration, Call of Duty Modern Warfare. Diese Spiele waren nicht so erfolgreich wie die nächste Serie, Call of Duty Modern Warfare. Und diese Spiele haben sich im Unterschied zu dem Zweiten Weltkrieg zu modernen Konflikten. Und der Mittlere Osten ist sehr prominent in diesen Spielen dargestellt. Und es wurden 250 Millionen Kopien dieser Spiele verkauft.
Und die Pirated-Version dieses Spiels spielen da jetzt noch nicht mal mit rein. It might be a conservative estimate that in a world of 7 billion, like half a billion to a billion people have probably played Call of Duty. Und es ist eine konservative Schätzung, dass in einer Welt von 7 Milliarden Menschen ungefähr 1 Milliarde Menschen dieses Spiel bereits gespielt haben. Und in terms von sozialen Auswirkungen nicht viel steht in einem guten Vergleich mit Call of Duty. Anders als in einem Hollywood-Movie kann man halt nicht passiv sein. Und man nutzt virtuelle Darstellungen echter Waffen, die man im echten Leben halt ebenfalls benutzen könnte. Und wir sind jetzt ganz weit weg von Mutanten-Nazis im kulturellen Spektrum von Situationen. Und nun kann man sich in einer Situation wiederfinden, wo das Spiel einen zwingt, in einem russischen Flughafen Zivilisten umzubringen. Das ist, und das erzeugt große Kontroverse im Gegensatz zu dem Umbringen von zig Zivilisten aus einem Hubschrauber heraus anbringen, das erzeugt keine Sekunde der Kontroverse. Und ich selbst bin gespalten, weil ich auf der einen Seite Araber bin, auf der anderen Seite dieses Spiel relativ gerne spiele. Ich habe 3 Jahre lang in meinem Studien nichts anderes machen wollen, als das Feld meiner Studie zu spielen. Und ich habe mich gewundert, warum die Amerikaner so viel Tech auf dem Schlachtfeld benutzen. Und das ist einfach, weil es einen ganz, ganz unfairen Vorteil bringt. Also eines der größten Probleme von Al-Qaida im IS und im IS war, dass sie ihre Taktiken nicht wirklich geändert haben. Denn die Technologie interessiert natürlich nicht, wer sie nutzt. Und die andere Seite kann natürlich diese Techniken auch nehmen. Manchmal ist eine goldene AK-47 und eine Bombenweste alles, was du brauchst, um den Gegner anzugreifen. Und das Ganze ist natürlich ein hochpsychologisches Spiel. Und das Einzige, was du brauchst, sind die richtigen Werkzeuge für die richtige Situation. Und die Waffe, die du wählst, sagt so viel über dein psychologisches Ich aus. Und man fühlt, wie die Kugel den Lauf verlässt, wenn man diese Techniken hat am Computer. Das ist natürlich auch ein Krieg der Stereotypen verärgerten jungen Muslimen überall auf der Welt und die dann wiederum über die anderen Medien repliziert werden, über verrückte Diktatoren und Radikalisierte. Und das erste Multiplayer-Online-Spiel ist, dass man eine Seite wählen muss. Und die teambasierten Online-Spiele sind natürlich wesentlich beliebter als die Einzelspieler. Und das Ganze ist hier, das, was wir jetzt sehen, ist kein Mod, sondern das ist ein Propagandatool der US-Armee. Und wie man natürlich vermutet von der Seite der Armee. Und hier wird dann wirklich der Kampf geplant. Und die radikale islamische Aktion. Und da ist natürlich Hezbollah zu nehmen, die am weitesten entwickelteste digitale Infrastruktur hat, auch was Mods angeht. Und zusammen mit Hamas ist es die einzige Organisation, die offizielle eigene Videospiele herausbringt. Und hier kann man zum Beispiel auch Steinschleudern benutzen. Ich muss mich entschuldigen. Ich konnte kein Bild finden, wo kleine amerikanische Kinder die amerikanische Variante spielen, aber wir haben halt hier dieses Bild quasi der Gegenseite. Und Hezbollah zeigt natürlich auch Veränderungen an, wer überhaupt als Gegner gesehen wird. Und zum Beispiel Daesh wird zum Beispiel dann hier als Gegner präsentiert. Daesh natürlich der Hinweis, dass es ein eher negativer Name für IS ist.
Und hier gibt es quasi dann eine, da gibt es, hier gibt es dann eine islamische Variante von Modern Warfare, die heißt, die Ungläubigen foltern. Ich habe es nur nebenbei mitgekriegt, wie natürlich ganz einfach dieser das ganze Narrativ des Spiels geändert werden konnte, weil natürlich viele Faktoren einfach auch schon da waren in der Originalversion. Und man kann das Ganze auch auf das Ganze kann man auf einer gehackten Xbox spielen. Und der Server für das Spiel stand in Syria ist allerdings seit Monaten down. Und ich habe auch mit Leuten in der Three-Letter-Agency-Szene, also Geheimdiensten, gesprochen. Und es kann sein, dass es sogar von den Tassanov Brothers, also den Angreifern beim Boston-Marathon. Aber sie haben das abgelehnt, weil es, also die Ermittlungsbehörden haben abgelehnt, das weiter zu untersuchen, weil sie es als irrelevant abgehalten hat. Wie geht's weiter? Ich habe keine empirischen Daten, das will ich euch mitteilen. Und die Verbindung zwischen Gewalt und Maskulinität und ist natürlich auch über die ethnische Zugehörigkeit, Racial Identity, definiert. Und der Zusammenhang zwischen Race und Gewalt, von zum Beispiel, wenn ein Schwarzer Gewalt Gewalt verwendet, dann will er natürlich der größere Drogendealer werden, sozusagen. Der will, will mehr. Also das Ganze wird einfach nur aus hedonistischen Motiven begangen, so ist die Ansicht. Wenn das Gleiche von Muslimen ausgeht, hat es einen politischen Hintergrund, ist die Annahme. Und wollen natürlich dann Ungläubige töten. Und Weiße wiederum können aus all ganz verschiedenen Gründen Gewalt anwenden, weil die zum Beispiel eine Lebensversicherung eingehen wollen, weil sie einen Massaker begehen wollen. Und sie sind immer als verrückt, werden immer als verrückt gelabelt, wie wir es auch bei diesen ganzen Massakern in den USA sehen. Beispiele sind zum Beispiel Jack Bauer aus 24. Und wenn weiße Männer Gewalt begehen, dann hat es immer etwas damit zu tun, dass sie ihr Leben riskieren. Und das ist gerechtfertigte Gewalt ist, die also ein höheres Ziel verfolgt, wie zum Beispiel das Christentum zu retten. Innerhalb dieser Matrix müssen wir, wie langanhaltende Effekte unser Bewusstsein beeinflussen. Zum Beispiel das Cockpit eines Drohnenoperators sieht genau aus wie eine Computerspielumgebung und nicht umgekehrt. Und dann ist ein großes Problem, hat der Hauptmörder der US-Armee im Drohnenprogramm gesagt, liegt daran, dass es also so viele zivile Tote gibt, dass die alle gleich aussehen, dass man also die Zivilisten nicht unterscheiden kann. Und dass das Ziel einfach definiert wird, okay, das ist ein militärisch fähiger Mann. Das kann also zum Beispiel einfach jemand sein, der ein Auto fährt, der dann aus der Ferne beobachtet wird. Hier haben wir das Bild von Alawarki. Und das Interessante, was ich hier bemerken will, ist, dass Alawarki der erste Amerikaner war, durch das Drohnenprogramm getötet wurde. Obama hat das direkt autorisiert, diese Töte. Und jetzt ist er auf YouTube quasi auferstanden als die Hauptfigur, als der Hauptideologe des IS, als der sogar Halo, das in hunderten Jahren in der Zukunft spielt, wird der Gegner als religiöse Gruppe dargestellt. And their defenders are cybernetic beings. It's literally tech versus religion. Es ist literally Tech versus Religion. We today live in democracies where free speech is largely protected. Heutzutage leben wir in Demokratien, wo die freie Meinungsäußerung gesichert ist.
how devastating racism and bias can be. Weil wir herausgefunden haben, wie schlimm Bias und Diskriminierung sein kann. Stelle dir vor, dass die Karte, in der du spielst, eine virtuelle Repräsentation der tatsächlichen Umgebung ist, in der du bist. Es gibt schon Sachen, in diese Richtung gibt. Wenn man immer darüber nachdenkt, oder wenn man sich vor Augen hält, dass der Mittlere Osten ein Kriegsgebiet ist, dann ist es immer eins. One model for ethical gameplay I've encountered is the small indie game This War of Mine, which was based on the 1994-96 über ethische Kriegsführung Gedanken macht, dann ist das ein Spiel, was man sich angucken sollte, This War of Mine. Meistens kümmert man sich um Logistik, also Feuerholz und Essen. Wenn ich realistische Videogames machen möchte, warum zeige ich dann nicht das Leiden? Und warum zeigt man nicht die hässlichen Seiten des Krieges? Ich hoffe, dass ihr das nie mitmachen wirst. Und danke für die Aufmerksamkeit. Musst du dich noch anschauen.